Das ist ungefähr vor, ja, Anfang des Jahres gewesen, kurz nach meiner Arbeit an Nesso Mayaka ist das gewesen. Da habe ich mir eben überlegt, dass ich selber auch etwas veröffentlichen könnte. Und bin dann eben auf die Idee gekommen, dass das ganz gut passt, wenn das in Richtung Soundtrack, Konzeptalbum geht. Da ist mir dann halt die Idee gekommen mit dieser Stadt. Als ich einen bestimmten Track komponiert habe, da hatte ich einfach dieses Bild von dieser Stadt mit den Windmühlen und den Wolken und dieser wunderschönen Landschaft rundherum mit den Wäldern und den Wiesen. Definitiv habe ich einen Teil meiner Inspiration von japanischen Künstlern, vor allem aus dem Videospiel- und Filmbereich, Animationsfilme vor allem, die für mich ein großes Vorbild schon seit eh und je sind. Besonders hervorzuheben wäre hier auf jeden Fall Shohei Saishi von Studio Ghibli, der mit seiner Musik wirklich wunderbare Atmosphären vermittelt. Und das ist genauso auch mein Ziel mit diesem Album, eine wundervolle Atmosphäre durch die Musik zu vermitteln. Eigentlich nicht. Ich habe von Anfang an, als ich die Idee hatte, das Album zu machen, relativ schnell auf die Idee des Konzeptalbums umgeschwenkt, um meine gesamten Songs gut unterbringen zu können. Und diese Idee habe ich seither nicht verworfen oder geändert. Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil diese Musik so sehr vom Mainstream abweicht, dass die meisten Leute gar keine Vorstellung haben, um was für eine Art Musik es sich handelt, selbst wenn ich versuche, es ihnen zu erklären. Oftmals bezeichne ich die Musik als funktionelle Instrumentalmusik, Soundtrack oder auch nur Instrumentalmusik oder positive Instrumentalmusik, aber es ist meistens wirklich schwer, den Leuten so etwas nahezubringen, weil das letzte Mal, dass man so etwas gehört hat, war wahrscheinlich in den 70er Jahren. Und es ist in letzter Zeit eben vermehrt aus der Populärmusik verschwunden. Das wird definitiv so sein. Mein gesamter Hintergrund ist auch Instrumentalmusik. Ich habe mich seit meiner Kindheit für Instrumentalmusik und Soundtracks begeistern können und habe sehr viele verschiedene Soundtracks von Videospielen und Filmen gehört und setze daher auch diese Inspiration, die ich von dieser Seite bekommen habe, in diesem Album um, weil ich mich dort auch irgendwo zu Hause fühle. Grundsätzlich geht es eben um diese auch auf dem Cover abgebildete Fantasy-Welt. Diese ganzen Themen von der Musik, die sind auch in dem Bild, in diesem Coverbild mit vorhanden. Und man kann sich quasi das Cover angucken, während man die Musik hört, und wird dann diese ganzen verschiedenen Szenen und Landschaften und Orte vorfinden, die in den Liedern musikalisch beschrieben sind. Ja, also die Lieder sind grundsätzlich von sehr unterschiedlicher Natur. Normalerweise würde man so etwas wahrscheinlich nicht auf einem Album zusammenfinden, aber in diesem Konzeptzusammenhang funktioniert es eben, weil es eben wie eine Art Soundtrack funktioniert. Es gibt dort sehr ruhige Musik und atmosphärische Musik, wie zum Beispiel auf der B-Seite Secrets of the Forest. Das ist ein Stück mit einer Panflöte und sehr atmosphärischen Synthesizer-Klängen. Hingegen gibt es auch sehr fetzige, rockige, funkige Stücke und komplett orchestrale Werke, die eine eher
große weite Landschaft und Ruhe vermitteln. Die komplette Idee zu dem Cover Artwork stammt von mir. Ich hatte diese Idee bekommen, als ich die Lieder gehört habe im Kontext und als ich mehrere schon fertige Stücke komponiert habe, in was für eine Art von Stimmung das passen könnte. Und mir ist dann die Idee gekommen, dass das einfach eine Fantasy-Landschaft sein könnte, die eben wirklich schön mit blauem Himmel ist. Ganz viele verschiedene schwebende Inseln, die teilweise verbunden sind miteinander. Teilweise unterschiedliche Themen. Einige davon mit Eis bedeckt, andere davon mit einem Schloss vielleicht oder einer großen Stadt in der Mitte auf einer riesengroßen schwebenden Insel. Daher dann auch die Idee zum Titel des Albums, City in the Clouds. Und das Ganze eben etwas zwischen den Wolken, dass das Ganze ein bisschen mysteriöser, ein bisschen wundersamer wirkt einfach. Das wunderschöne Artwork vom Cover ist von einer italienischen Künstlerin, mit der ich früher schon einmal zusammengearbeitet habe. Ihr Stil ist ziemlich einzigartig und hat mir schon von Anfang an sehr gut gefallen, weswegen ich mir überlegt habe, sie zu kontaktieren, um mit ihr an diesem Cover-Artwork zu arbeiten. Es wird auf jeden Fall einige Musiker geben, die mich bei diesem Projekt unterstützen werden. Unter anderem Andreas Schwarz, der die Klaviere und E-Pianos spielt, sowie einige Gitarristen, sowie elektrische als auch akustische, Holzbläser und ein guter Freund von mir aus Spanien, der sich mit Orchestermusik befasst und ein großer Fan von John Williams und Filme-Soundtracks ist, der mich bei der Orchestrierung dieses Projekts sehr gut unterstützt und einen super Streicher- und Orchestersound als Backing für viele der Stücke, vor allem auf der A-Seite, bereitgestellt hat.